Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Natürlich wieder im Space Out DLC in unserer hoffnungslosen Kolonie. Es geht weiter hier. Yo. Ja, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir zum letzten Mal überhaupt was gemacht hatten. Ich meine, wir hätten auch die Kantine, die neue, gemacht hier. Also, was heißt neu? Die zusätzliche, ne? Die haben wir noch gemacht. So, hier musste ich andere Sachen reinpflanzen. Weil die Buddy Buds, denen war es hier zu kühl. Ja gut, wir haben ja nur 17 Grad. Ja, im Moment funktioniert halt die Kühlung doch ein bisschen besser wie gedacht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, man kann da aber auch schlecht was ändern. Man müsste im Prinzip ein System machen. Ich habe da so was im Kopf, wo ich sagen könnte, ja, man macht praktisch so eine Rundumleitung, die um die Kolonie läuft. Und dann macht man für jeden Raum praktisch einen extra Kreislauf. Also das müsste man dann halt regeln mit Ventilen. Und immer, wenn irgendwo Kühlung gebraucht wird, dann wird praktisch von der Leitung, die da außen rumläuft, praktisch dann was entnommen. Wird halt hier dann runtergekühlt. Ja, allerdings sollte man dann diese Kreisläufe nicht wieder in den anderen Kreislauf mit einführen, weil das geht meistens wahrscheinlich nicht, weil ja die dann einmal voll ist, diese Speiseleitung sozusagen. Man müsste das, was da dann praktisch als Kühlmedium ist, dann wieder zurück in den Vorratstank leiten oder wenn es halt entsprechend zu warm wäre, dann gleich beseitigen oder so, ne? So ungefähr könnte man sich das ja auch mal als Plan vorstellen. Allerdings hätten wir das schon von Anfang an hätten planen müssen oder so. Oder ja, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger schwieriger umzusetzen. Wir hätten jetzt nämlich hier schon einen Haufen Rohrleitungen zu verlegen und zu machen, zu tun. Ne? Ja, man kann mal, wenn es langweilig wäre, ne? Aber ich glaube nicht. Ich muss eher schauen, ob ich den Spielstand noch irgendwie länger spielen kann, weil es wird halt nicht besser. Also... Es wird halt immer ruckeliger, meine ich, oder so. Oder ist es nur mein subjektiver Eindruck? Ich meine, es wird irgendwann wahrscheinlich so schlimm sein, dass wir bloß noch Frame für Frame sehen können oder so. So, aber jetzt sollten wir, glaube ich, erstmal nach den Raketenleuten gucken, die hier in der Rakete unterwegs sind. Nach dem müssen wir uns, glaube ich, nicht kümmern. Er ist ja auf so einem... Also auf so einem Hin- und Zurückflugtrip und ich habe jetzt rausgefunden, dass ich das ja so schalten kann. Also dass ich das halt, wenn ich das einschalte, dieses Unendlichkeitsding da, dass er praktisch einmal hinfliegt, einmal zurück und dann muss ich wieder das nochmal neu aktivieren. Also einen neuen Start machen dann, genau. Oh Gott, ist das ja... Da kann ich ja kaum scrollen hier im Weltall, das ist ja ganz schlimm. So, er ist, ja, er ist hier stehen geblieben, er hat nichts mehr. Ein vergoldetes Asteroidenfeld haben wir hier gefunden. Was gibt es hier? Regolith. Fehler Kohlenstoff, Fullerene. Boah, cool. Fullerene gibt es ja so zum Abbauen. Das ist ja genial, aber es ist halt wirklich ein ewig langer Weg. Das wird man wahrscheinlich nur, beziehungsweise, bin mir nicht sicher, wie viele Felder das bis hierhin sind. Ob man das mit der Atomrakete tatsächlich erreichen könnte zum Beispiel. Das wäre schon verlockend, ne? Weil Fullerene hier und Regolith zum Beispiel, dann bräuchte ich mir so viel Erde momentan für die Maus. Wobei ich eh mir gedacht habe, die Maus wird mir jetzt demnächst dann nicht mehr ersetzen. Ich habe sie jetzt immer wieder, ich weiß, das habe ich so oft gesagt, ich habe sie immer wieder ersetzt und so weiter, ne? Ist auch nice hier ein radioaktives Asteroidenfeld. Natürlich klar, dass es ziemlich weit außerhalb ist, ne? Damit man da nicht so einfach drankommt. Was haben wir hier noch? Das Organische haben wir, glaube ich, schon die ganze Zeit gehabt. Das haben wir schon gesehen. So, dann werde ich die Virtuo mal weiterfliegen lassen. Warte mal, da können wir ruhig... Da können wir ruhig ein paar Felder gleich fliegen, oder? Das 6 Felder oder so müsste eigentlich funktionieren. Da haben wir noch was. Wahrscheinlich ist es auch noch ein Asteroidenfeld. Weil ich denke, in dem Spielstand hier... Ich mache mal kurz Pause, dass ich besser scrollen kann. Bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt die maximale Anzahl an Planetoiden habe schon hier. Es sind jetzt hier bei mir, warte mal, 7 Stück, ja. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon 8 oder 9 gibt, wenn man ein neues Spiel startet. So, ändern. Wir fliegen einfach mal. Ja, da tut ja eh gleich weiter forschen, während wir da fliegen. Und dann machen wir da wahrscheinlich so einen kleinen... Ja, so Zwischenstopp hier bei Vatulin. Ne, brauchen wir ja gar nicht. Ist ja Schmann. So, zack.
Weil Vatulin haben wir ja schon. Das war ja das Ganze hier genau. Das war ja dieser Wasserdinger. Den haben wir ja ausgeschlachtet. Da haben wir ja nichts mehr drauf. Außer, dass wir halt hier noch. Falls wir da mal wieder zurückkehren, ne? Das muss halt dann repariert werden, hier das ganze Thema. Aber ja, gut. Es. Jetzt will ich mal was gucken. Wie ist denn das da? Ja, gut, 75 Grad. Die hast du halt schnell erreicht, ne? Gut, das Wasser, wenn es natürlich im Wasser so zum Teil gestanden wäre, wie es am Anfang ja war, dann hätte das wahrscheinlich nicht, aber das ist war dann eigentlich auch klar, ne? Dadurch, dass wir da abgebaut haben, dass wir da immer weiter runterkommen mit dem Wasserspiegel, war das Ganze klar. Ja, der Minipod ist natürlich das Beste, ne? Derjenige, der hier rauskommt, der wird sofort sozusagen ins Wasser geschmissen, wenn man so will. Ich will jetzt mal nicht sagen ins kalte Wasser, sondern ins warme Wasser, eigentlich eher heiß, ne? Ja, das ist auch so eine Sache. Wann ist Wasser wirklich heiß, ne? Also, ja, ist eine Gefühlssache. Manche Leute sagen, ja, 40 Grad heißes Wasser ist heiß. Andere sagen, ja, nee, erst ab 50 Grad ist es heiß. Oder, ja, das ist wirklich total unterschiedlich, ne? Ja, der muss noch ganz schön viel was arbeiten hier, bis das wieder hier voll ist, ne? Ja gut, das ist ich sehe ja eh keinen Grund mehr, hier jemals wieder zu kommen. Höchstens, wir bräuchten hier, aber das wäre ja total beschissenes Unterfangen. Wir bräuchten hier Wasser oder so, ne? Das, aber, nee, also, es wäre ja nice, wenn man solche Teleporter bauen könnte. Was passiert denn jetzt hier? Na nö. Das ist ja jetzt, auf einmal kommt das hier nach oben. Das ist ja sehr witzig. Na gut, okay. Das sind aber auch so Sachen, wo das Spiel ja die ganze Zeit hier berechnen muss, ne? So. Ja, also wie gesagt, nach Vatulin brauchen wir nicht nochmal. Der ist im Fluch. 3,3 Zyklen braucht er. Ja, wie lange braucht er, um so ein Feld zu erforschen? Ich weiß es gar nicht. Wann fliegt er ins nächste Feld? Das will ich eigentlich, das sieht man ja gar nicht, ne? Oder doch, man sieht. 1,7 Felder pro Zyklus fliegt er. Das heißt, er müsste ja demnächst hier das Feld wechseln, ne? Ja gut, da brauchen wir jetzt nicht drauf warten. So, jetzt weiß ich nur nicht. Tundrina, da haben wir, glaube ich, noch nichts abgesetzt. Casino waren wir erst. Da haben wir einen Roboter drauf. Ich glaube, der ist jetzt eh schon deaktiviert. Wir untersuchen mal ganz kurz nochmal hier. Ah ne, der ist noch aktiv, der Robby. Aber ja, er kann hier eigentlich eh nicht mal viel machen. Er kann halt kein Bleistein graben. Er kann eigentlich gar nichts im Prinzip. Ne? Das finde ich so... blöd eigentlich, dass der so limitiert ist. Ich meine, gut, sonst könnten wir den Roboter ja eigentlich auch ausnutzen, dass man den sagt, ja, wenn der halt schwere Sachen graben kann, ne? Ja. Man könnte es schon irgendwo ausnutzen. Obsidian, ja, gut, da haben wir noch was. Ja, leider kann ich nicht nachgucken, weil es halt auch Granit ist, schon wieder zu hart für den. Da beißt er sich sein kleines Roboter-Hinterchen aus, sozusagen, sein Schäufchen. Ja, also wir fliegen noch, alles klar. Und... der hier, der tut noch buddeln hier. Wie viel hat er denn noch? Bewährt, das ist ein bisschen immer umständlich. Ah ja, der ist schon bei Halbzeit. So, und dann gehen wir wieder nach dem Planeten zurück, nach Soylina. So, habe ich nicht auch gesagt, wir wollten vielleicht mal noch mit dem fliegen. Wir könnten hier nämlich noch eine Sonde irgendwo absetzen. Das wäre ja... Ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da kein Satellitending mehr reingebaut habe, sondern so ein Untersuchungsteil. Was ich auch mal ausprobieren wollte tatsächlich, wozu brauche ich eigentlich noch, oder vielleicht kann ich es auch lesen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile irgendwie steht dabei, aber ich glaube es nicht. Wo ist denn das drunter? Wahrscheinlich unter Raketen. Hier, das verschlossene Teleskop. Zeigt besuchbare Planetoiden im Weltall. In aller Bequemlichkeit. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das gemeint ist. Oder kann ich damit, wenn ich noch nicht rumgeflogen bin, die Planetoiden so schon sehen dann oder so? Dass ich da gar nicht hinfliegen brauche erstmal hier oder sowas. Aber das macht ja eh keinen Sinn, ne? Ja, also wenn mir das jemand erklären kann, ansonsten baue ich es einfach irgendwann mal oder so. Das ist halt immer das Blöde, das braucht einen Sauerstoffanschluss dann erstmal wieder und ja, das ist immer so ein bisschen Umständlichkeiten, ne?
So, jetzt wundert mich nur eins. Was ist denn im Moment hier los? Warum funktioniert denn das nicht mehr? Hier gibt es kein Wasser mehr. Habe ich da wieder irgendwas aus Versehen kaputt gemacht? Kann das sein? Gut, das haben wir, ja, das haben wir hier nämlich abgetrennt. Das ist okay. Und jetzt darf ich mal die Leitung weiterfolgen. Da. Ah, ich mache mal Pause, weil sonst druckt das ja wieder so. Das geht dann hier längs. Hier, hier, hier. Das stimmt alles, sehe ich hier. Da haben wir nichts kaputt gerissen. Ja, wahrscheinlich können die Dinger leer gemacht. Ist so. Benötigt Leerung, ja. Hm. Ja, ah ja. Ja, weil wir hier zugebaut haben und hier kommen wir nicht weiter. Ja, ja, das ist der Fehler. Aber es wäre mir zu überlegen. Ich meine, die Leiter hier, ob wir da nicht sowieso einfach mal eine fertige Plattform bauen. Naja, komm, ja. Bauen einfach das Leiterstückle hier mal. Ja, da kann ich mich wundern, dass da kein Sauerstoff und Wasserstoff mehr produziert wird, ne? So, hier suchen wir händeringend noch nach Erde, die wir im Moment nicht haben. Da haben wir ja unsere Wassergrasfarm angedacht, ne? Ja gut, das Problem ist im Moment, dass wir noch nicht fertig sind eben, weil wir halt noch nicht genügend Erde haben. Das hätte ich mir halt alles auch anders gedacht hier, ne? So, des Weiteren hätte ich mir halt auch noch hier gedacht, wir bauen eine weitere Farm. Aber ja, nee, das machen wir heute nicht. Ich habe eigentlich heute ja nicht so viel Zeit. Wir können was anfangen. Und zwar habe ich ja schon ewige Zeiten hier was von einem endlosen Lager geredet. Das würde ich ganz gern hier irgendwo hinbauen. Hier oben habe ich es eigentlich vorgesehen. Ja, das machen wir einfach mal. Muss ich nochmal überlegen, wie ich das gehabt habe. Oder wo fange ich halt an, ne? Und zwar, auf jeden Fall soll das erstmal isoliert sein. Wobei, brauchen wir Isoziegel. Bräuchte man fast nicht. Weil da ist später innen drin ein Vakuum. Und im Vakuum kann ja dann sowieso keine Temperaturübertragung passieren. Deswegen wird man das eigentlich aus normalen Ziegel bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. So, was halt jetzt hier nicht passt, das ist die unterschiedlichen Höhen hier, ne? Das ist wieder ganz blöd. Gut, wobei wir könnten das nutzen. Wobei, lass mich mal überlegen, ich gehe hier hoch, dann geht er hier, ach so, na gut, das ist nur hier das im Schutzanzug. Ich will halt bloß hier nicht das haben, dass die Leute hier drüben halt, dass sie eigentlich da nicht mit dem Schutzanzug rein sollten. Ja gut, dass sie generell nicht mit dem Schutzanzug reingehen. Das, ja, das brauchen wir ja nicht. So, jetzt habe ich hier wieder abgebrochen. Granit. Also wir fangen mal hier auf der Seite an. Wir brauchen hier wieder so eine Art Schleuse, aber das hier ist schon wieder falsch, ne? Ja, es ist wieder falsch gebaut. Muss weiter hier rüber. Aber wir können da eigentlich noch näher ran, ne? Ja, hier ist da kein Grund, das nicht so zu bauen. Na gut, das, der Ziegel hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also nochmal zerlegen hier. Ja, tut mir leid. Ich war da noch nicht fertig. Das heißt, wir können auch mal hier Pause machen. Dann wieder ein Fehler. So, was halt nett wäre, aber das kann ich glaube noch nicht herstellen. Dann nenne ich Super Visco Gel.
Ja, ich habe halt kein Isoresin. Isoresin kann man nicht herstellen. Das findet man nur auf dem Planeten, wo dieser komische lebendige Baum ist. Ne? Dann hätte man praktisch solche Flüssigkeitsschleusen machen können, ohne da mit Öl und so weiter drum zu hantieren. Aber ja, ist jetzt nicht so wichtig. Gut, so, jetzt Sattel. Dann wird hier eine Leiter runtergehen. Die können wir ruhig aus Plastik bauen. Das sollte nichts schief gehen. Ich muss mal überlegen. Da kommen dann nämlich solche Auswerfer rein. Hier oben hätte ich fast schon mal gesagt, ja, da könnte man eigentlich sogar die eine Leiter abbrechen. Da würde ich mal sagen, da machen wir mal Transport. Da machen wir Schütten hin. Da können wir nämlich drei Stück eigentlich schon mal hinbauen. Mehr werden wir natürlich noch lieber. Und dann, ja gut, dann man kann da noch viel mehr einarbeiten, dass man da was gleich reinwirft. Ne? Aber das sollte eigentlich ausreichend sein für unser Förderschienensystem. So, dann brauchen wir wieder die Ziegel. Granit haben wir ja sowieso bloß im Moment vorrätig. So, dit. Hier und hier und hier. Dann können wir hier gleich die, ja, genau, die Decke hier machen. So, dann tät ich mal sagen, ja, wir könnten ja auch kleine Pumpen hinbauen. Na, zwei kleine Pumpen rechts und links vielleicht, oder? Ja, oder wir lassen erstmal das so, dass wir die Apparillos erstmal weglassen, die zwei, die ich hier oben bauen möchte. Und dann geht es eigentlich wie folgt. Da muss ich halt nur gucken, inwieweit das umsetzbar ist. Wobei ich die wahrscheinlich hier oben weglasse, die Maschinen. Dann müssen die Duplikanten immer zwangsläufig hier durch, nur wenn sie was holen wollen. Weil die kriegen halt da trotzdem hier immer den Nassstatus, ne? Wenn die da dann durchwallen. Dann brauchen diese Ausgeber. Aluminium, ja gut. Es ist eigentlich geduft wie gesprungen, aus was man das bauen. Ja, weil es ja eigentlich sowieso nicht. Können die Dinger überhitzen? Haben die eine Überhitzungstemperatur? Nee, ne? Die haben nie eine gehabt oder so. Ich meine, ob das so sein soll, weiß ich nicht, aber ja, dann bauen wir sie tatsächlich ja. Aus Aluminium, das heißt, wir werden hier mehrere hinbauen. Da können wir nämlich dann auch mit Behältern agieren. So, ich mach mal da mehr. Ich weiß, ich habe das ja mal früher kleiner gebaut. Das ganze Lager. Ja, doch, es ist. Das reicht hier dann. Und. Na gut, der Sauerstoff, der soll mich jetzt nicht stören, aber der nervt trotzdem irgendwie. So, dann bauen wir hier unten einen Gitterziegel, wo das dran Ganze drauf fällt. Auf so einem Gitterziegel. Da findet nämlich auch kein Wärmeaustausch statt. Das ist auch so eine Mechanik hier. So, und deswegen brauchen wir das Ganze auch nicht isolieren, weil hier drin ja dann Vakuum ist. Weil ja hier von dem Ziegel, wenn der sich erwärmt, dann auch nichts nach oben kann, ne? Das nur nochmal verdeutlicht. So, das Ganze muss jetzt halt nur noch luftdicht sein. So, dann erstmal hier. Und dann natürlich so, dass das hier auch. Und da lassen wir immer so einen Spalt frei, dass man da mit Maschinen dann eventuell praktisch Sachen reinpacken können. Dass man praktisch da was ran mit einer Schiene zum Beispiel. Dann ist da so ein Roboterarm und der kann das dann in diesen Ausgeber reinschmeißen. So ist der Plan. Und die Duplikanten, ja gut, die können. Ja, bloß da weiß ich nicht, ob sie es schräg nicht hier in den Dinger reingeben könntest. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es gab ja mal eine Änderung, was ja dann den Lebensmitteltresor ein bisschen erschwert hat auch, ne? Mit dem schräg durchgeben und so und schräg bauen, da
Aber das geht ja, das schräg bauen. So, so sollte das Lager eigentlich aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir irgendwas vergessen? Im Moment fällt mir nichts ein. Ja doch, was heißt, ja, da wir haben schon was vergessen, oder was heißt, das haben wir noch nicht vergessen, aber ja, das erstmal hier. Zwei Pumpen. Und dann können wir von beiden Seiten das ganze Lager bedienen. Wobei es ja hier halt ein bisschen umständlich zu bedienen ist hier. Ja. Man hätte das Ganze auch noch ein bisschen vermitteln können, ne? Machen wir es einfach mal so, dass man. Ups, das wollte ich nicht so weit ziehen. Machen wir es mal so, dass wir das bis hier hinziehen. Und ja gut, ich überlege mir das noch, ob ich da irgendwann mal. Doch, eigentlich könnte man da auch mal eine Leiter hochbauen. Das ist so da von hier hochbauen. Ja, jetzt keinen Grund, dass wir es nicht tun. Wir haben hier auch keine Schutzanzüge. Weil ich wollte zuerst das Lager komplett zugänglich machen, nur mit Schutzanzügen, aber das ist eigentlich schwachsinnig. Das muss man nicht machen. Und da wir hier auf einem so einfachen Grad spielen, Schwierigkeitsgrad, dass die kaum Stress bekommen, die Leute, das hier, wenn die da mal durchs Wasser kurz müssen, ist das auch nicht so schlimm. Ja, würde ich mal sagen. Gut. Dann haben wir eigentlich nur noch die Lüftung für später, dass wir da mit den Pumpen das raussaugen können. Die bauen wir jetzt einfach mal aus Stahl. Ist mir jetzt eigentlich wurscht, weil wir zwei Stück. Den Rausfilter-Dinger, den bauen wir nach da oben. Dann brauche ich hier eine Gasbrücke, weil sonst ist die Flusssache immer so ein bisschen merkwürdig. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gasleitung. Da brauchen wir auch nichts Isoliertes. Die Pumpen, ja, vielleicht lasse ich es auch drin stehen. Ja, wir haben jetzt keinen Duplikant, der Flatulenzen hat. Aber ja, gut. Normalerweise kommt hier auch nichts rein, was ausgasen kann. Weil dann wäre das Lager ja wieder für nichts hier. Und das soll eigentlich das verhindern, dass nicht jeder Gegenstand dann mit der Umgebung praktisch interagiert, mit der Luft und so weiter. Damit dann eigentlich auch die Berechnungen ein bisschen weniger werden hier vom Spiel her. Das ist jetzt mein einziger Plan noch tatsächlich. Das wollte ich ja schon viel früher bauen, das Lager. Ja, dann sind wir eigentlich fertig. Da fehlt noch ein bisschen Strom dann. Da muss ich allerdings mal gucken, wo wir den Strom uns abzapfen können. Hier haben wir es abgeschnitten. Ah, da können wir es hier holen. Genau, das haben wir hier abgetrennt. Ich denke, dass wir auch die Abtrennung. Ich wollte ja sowieso, glaube ich, irgendwas umändern nochmal, aber ja, das habe ich auch wieder verworfen oder vergessen. Brauchen die Dinger, ja, die brauchen, glaube ich, keinen Strom, ne? Brauchen nicht zwangsläufig, das war mal kurzfristig so irgendwie. So, dann können wir aber auch die Leitung hier zerlegen, die brauchen wir ja nicht mehr. So, jetzt müsste ich eigentlich sagen, dass wir fertig sind. Ja. Nee, noch nicht ganz. Die Leiter fehlt noch komplett hier. So. Entschuldigung. Mein Hals ist gerade schon wieder so ein bisschen hakelig. Ja gut, eigentlich müssten wir jetzt mal einen Cut machen, ne? Bis das hier alles fertig gebaut ist. Na gut, nee, das gibt mir jetzt nochmal die Gelegenheit ins All zu gucken. Da ist noch am Graben. Müsste aber demnächst voll sein, oder? Ja, 200 Kilo haben wir noch. Ups, immer dieser Rechtsklick. So, und er hat ja, eine radioaktive Gaswolke. Was gibt's denn da? Chlor, Uranerz und Kohlenstoffdioxid. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es dann nuklearen Fallout oder so, dieses Gas halt. Aber ja, wie ich es gedacht habe, der hat natürlich schon im Fluch das ganze Feld hier erkundet, ne? Also das ging schneller, wie ich das gedacht hatte. Dann könnte ich ihn im Prinzip noch weiter fliegen lassen. Hier noch zwei Felder weiter. Ja doch, das könnte. Oder muss der so weit fliegen? Beziehungsweise ich habe eigentlich, was ich gar nicht getan habe. Ja, gucken, dass ich wieder zurückkomme. Warte mal, er fliegt jetzt noch fünf Felder. Hier brauche ich acht Felder.
traue mich gerade echt jetzt nicht. Ich habe das nämlich gar nicht bedacht hier. Vier Felder. Und dann von da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir müssen dann wieder zurückfliegen. Ich verkürze das einmal um ein Feld. Und dann schauen wir einfach noch mal, was dann los ist, ne? So, okay. Das Ganze hier wäre ja natürlich hochwichtig hier. Ich brauche hier mal eine Priorität drauf. Na gut, die Stromleitung hätte ich auch hier, ne? Die komplett. So. Okay. Die können nicht alles auf einmal bauen, das ist mir auch klar. Aber eigentlich müssten sie so ziemlich viel bauen können. Gut, wenn sie erstmal die Leiter natürlich bauen, die, na gut, dann können wir die Leiter ja noch wichtiger machen. Mal hier 9. Die Felder hier wichtig machen. Dann können mehr Leute nämlich hier zugleich arbeiten. Gut, wenn sie jetzt natürlich schlau werden, können sie natürlich auch den Chat-Anzug oben holen, ne, und das bauen. Ne? Aber so weit denken die Duplikanten dann doch nicht, ne? Dass das möglich wäre. Ja, und hier sehe ich wahrscheinlich schon wieder jemanden, der sich entweder eingesperrt hat oder nicht. Ich weiß nicht, was Hassan hier macht. Kommt er nicht mehr runter? Doch, er kommt runter. Ja, aber mir gefällt es nicht, wenn er da rumsteht. So komisch, ja. Baut mir hier bloß keinen wieder mit dem Kopf ein. Jetzt steht er schon wieder hier oben. Was soll denn der Quatsch? Außerdem bist du hungrig, also geht doch mal was essen. Na gut, nee, das ist... wenn es im Zeitplan nicht erlaubt ist, dann macht er das halt auch nicht, ne? Ganz einfach. So, Orbital Jupiter Strahlung, ja gut, eigentlich sind ja dann da wirklich Duplikanten gut aufgehoben, die Strahlung gut abkönnen oder so. Ja, wir gucken mal mittlerweile, was mit dem Drucker vorhanden ist. So, was haben wir da? Viehzucht, langsamer Lerner, schweres Graben, ne? Okay. Da wieder einen, der nicht bauen kann. Du fällst dann sowieso schon durch mein Schema hier. Winterpfeffersamen und Oxalid. Ja gut, brauchen wir eigentlich alles nicht. Ach, wir nehmen das Oxalid. Komm, was soll's. Da haben wir auch noch Oxalid-Pflanzensamen hier liegen. Einen zumindest. Den kannst du ja gar nicht sonst anders bekommen, wenn er nicht irgendwo wächst hier. Und Zahn bildet es ja nicht und so weiter, ne? So, das wollte ich nochmal dazu sagen. Okay, jetzt lassen wir nochmal weiter was gucken hier. So, ja gut, der Sauerstoff. Ja, der hat wieder das gemacht, was er halt immer macht, sich hier verstecken, ne? Mist eigentlich nochmal, oder hat das Ding hier, ach so, es hat kein Filtermaterial. Gibt es hier auf mal auf 9. Und hier können wir eigentlich mal die Tür aufmachen. Also da machen wir mal beide Türen auf, damit zum einen auch das CO2 rauskommt. Ich meine, wir werden da jetzt glaube ich eh keinen neuen Raum im Moment brauchen, aber ja. Es war mal vorgesehen, ne? Besser was haben und nicht brauchen, als das später zu brauchen und dann nicht zu haben. So, okay. Magmatit gibt es momentan ja auch nicht. Ja, hier war noch der Plan, irgendwann ein Thermium draus zu bauen, dass das nicht mal in die Luft fliegt. So, der Wasserkühler läuft hier. Was kühlt denn der hier? Minus 20 Grad. Das ist... Ah ja, genau, das war für hier gedacht. Deswegen, ja... Was hier mal noch angedacht ist, das natürlich auch mal maschinell hier abzuliefern, das Ganze. Da
Aber da haben wir ja hier sowieso unter den Gefrierpunkt kühlen. Ist es ganz ja okay. Also kannst ja hier nicht verderben, ne? Also muss es nicht zwangsläufig jetzt hier abgeholt werden. So, okay. Ja, dass wir jemand erschöpft, das ist ja. Hammer. Das verstehe ich auch nicht. Dass dann jemand so erschöpft auf einmal ist, dass er hier einschläft. Naja. So, wie schaut's aus? Okay, es nimmt Formen an, das Ganze. So, hier ist schon mal eine Schüssel voll. Oder was heißt voll? Die ist schon fertig, meine ich natürlich. Dann würde ich mal gleich sagen, ein, das ist ein bisschen blöd. Was ich da nicht. Was halt bei der Sache immer ein bisschen doof ist, ne? Ich mal den einen Ziegel hier oben zerlegen. Weil sonst kann die Flüssigkeit nicht gescheit. Die läuft nämlich da dann an die Wand und dann träufelt erst hier drauf. Und dann habe ich das Problem, wenn ich zwei Flüssigkeiten draufkippen möchte, dass das nicht funktioniert. So, der Plan ist ja nämlich erstmal Öl. Beziehungsweise, warte mal. Was ist nochmal schwerer? Petroleum ist leichter wie Öl, genau. Dann würde ich jetzt erstmal Öl holen. Also hier Öl. Hier auch Flüssigkeit Öl. So, ja gut, wobei der Zerlegeauftrag hier jetzt anscheinend nicht so wichtig ist. Da machen wir mal einen neuen drauf. Damit er auch ausgeführt wird. So, weil dann können wir nämlich hier das schon mal. So, na gut, wir können im Moment das noch nicht wegpumpen, aber ja. Dann machen wir jetzt hier mal einen neuen drauf. Okay, ja, ich muss eigentlich jetzt langsam Feierabend machen. Na gut, so ein, zwei Minuten habe ich noch. So, mal gucken. Ah, da läuft es da an, jawohl, perfekt. Gut, da kann auch nicht großartig was schief gehen, weil wir ja da Schutzrichtung haben mit den Atmos-Sensoren hier, dass praktisch da das nie leer gepumpt werden kann, das Ganze hier, ne? Weil sonst wäre es halt nachher dann mal so, dass auch wieder hier unten Wasserstoff reinkommt. Aber wir haben ja eh doppelte Sicherheit, also da wird ja auch nochmal rausgefiltert, wenn es ist. Auch hier oben, wo halt dann kein fremdes Gas sein darf hier, ne? Wir haben überall unsere Sicherungseinrichtungen hier. Ja, jetzt müsste demnächst auch die Atomrakete wieder zurückfliegen. Ja, also alles in allem, alles ganz gut, ne? So, wie schaut's denn aus? Ach, Autoabfüllung sollte ich vielleicht auch aktivieren, sonst dauert es wahrscheinlich ewig, bis da was kommt. Gut, im Gegenzug Petroleum haben wir oben überhaupt noch überhaupt stehen. Ich weiß gar nicht, warum wir da so viel Petroleum hier rumgammeln haben. Gut, was heißt viel? Es ist, Oder hatten wir da mal? Ich weiß es nicht. Ja, und hier muss ich doch was machen. Ja, die Turbine, die ist trotzdem jetzt zu heiß. Also da kommt wahrscheinlich immer so wenig Wasser raus, dass es das nicht reicht, das runterzukühlen, das ganze System, ne? Manchmal funktioniert die Sache, manchmal auch nicht. Ja, das ist jetzt aber nicht mein Ziel, das runter zu anders zu bauen jetzt gleich mal hier. Da wird man einfach hergehen und würden halt, das habe ich ja schon mal gesagt, wir machen dann die Wasserleitung praktisch gerade runter und oder beziehungsweise, ja, mal schauen. Und dann tun wir nämlich hier die Radiatorrohrleitung hier mit unserer Kühlung versorgen hier. Ja, nur dass das natürlich über 100 geht hier. Das ist eigentlich auch ein bisschen blöd, ne? Dass die Dampfturbinen halt nur 100 Grad können. Aber es hat wahrscheinlich damit auch zu tun, weil das Wasser sonst ja dann bei 100 Grad wieder Dampf wäre. Ich weiß es nicht. Dann würde nämlich in der Dampfmaschine das Wasser nämlich die Maschine beschädigen oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich kann es halt auch nicht verstehen, warum er da die Entscheidung getroffen hat, die Dampfmaschinen praktisch nur bis zu 125 Grad, dass die dann erst anfangen zu arbeiten. Das macht für mich halt keinen Sinn. Was ich hier auch nicht ganz verstehe, warum hier das hier nicht zu Flüssigkeit wird. Weil das ist eindeutig, bei der Temperatur müsste eigentlich das flüssig werden. Das ist ein bisschen eine Eigenartigkeit, wobei hier nur Sauerstoff wird, der macht keine Probleme. Mein gut, wir könnten noch mal ein Grätchen nach unten gehen. Warum sind zwei?
Ach, verdammt. Ach, Leute. So, was war es jetzt? Ja, jetzt geht's einserweise. Vorher hat er zwei Schritte gemacht und dann ja ganzer Käse hier. So, jetzt hat er, jetzt sind wir richtig genau. Ich wollte auf 255 minus gehen. So. Gut, Leute, da haben wir jetzt Öl. Ja, und dann muss ich leider für heute Feierabend machen. Also ja, ist einfach so. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ja, bis denn, euer Lego.